Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und Klugi, Rubli und meine Wenigkeit stützen uns heute wieder in PvP-Matches. Hallo ihr zwei. Hallo. War schön, wie Rubli lacht die ganze Zeit so unkontrolliert und ich weiß nicht immer warum. Doch, ich weiß schon warum, ich sag's ja nicht. Ach, wir fahren jetzt Klasse A oder was? Ja, das ist jetzt A. Das ist super. Schön, dass ich mir ein S1-Auto gebastelt habe. Das ist das, was ich meine. Macht ja einfach bei Zeiten für alle. Und jetzt habe ich wieder Zeitdruck. 12 Sekunden, um ein Fahrzeug zu finden. Ach komm, ich nehme hier einfach mal den Lamborghini Urus Concept. Scheiß jemand an. Das ist geil, oder? Bist du hier in einem Alpha? Nee, du bist, welcher, du hast den Audi hier, ne? Ja. Ah, auch nicht schlecht. Aber der ist geil, oder, Meiler? Ja. Ich fand das Design so hässlich, das musste ich einfach nehmen. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Jetzt ist es doch ein A-Event, oder? Aber ich habe mir eingebildet, dass ich gerade auch andere Klassen hätte auswählen können. Niedrigere höchstens, aber nicht niedrigere höher. Wahrscheinlich, ja. Ach so, okay, na gut. Du kannst selbstverständlich auch, wenn du magst, ein C-Fahrzeug bearbeitet machen, aber das wird wahrscheinlich nicht so unterhaltsam werden für dich. Macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, ne? Ja. Sehen wir hier schon, welches Fahrzeug du hast? Hast du schon ausgesucht? Ich fahre doch hier schon rum. Wer bist du denn? Ein Ferrari vor mir, ne? Wahrscheinlich? Nee, der weiße große Lamborghini SUV. Ach so, okay, jetzt wo du es erwähnst, da ist ein ziemlich auffälliges Cosplay-Logo drauf, ja. Wie findest du denn meinen Captain America Jeep? Wo bist du denn? Ach hier, ja geil. Ja, sehr yes, schön, Stars and Stripes. Alle auf dem Haufen. Ja, das ist nicht schlecht. Jetzt müsste eigentlich gleich losgehen. Mhm. Danke. Ich fahre mal ein bisschen Werbung, weißt du, ich fahre mal hier schön an allen an der Motorhaube vorbei, jeder sieht hier, hallo, kurz bitte vor YouTube, hallo, ich brauche Abonnenten, bitte abonniert meinen Kanal. Werden sich wahrscheinlich alle denken so, da steht was von YouTube und Twitch. Oh, der ist bestimmt wichtig. Da gucken wir doch mal vorbei. Und dann rufen sie den YouTube-Kanal auf und fangen an zu lachen. Loser. Dislike. Genau. Ja. Wieso haben bei mir manche keinen Namen? Und eigentlich alle außer uns haben keinen Namen bei mir. Was? Wieso? Wieso keinen Namen? Ich habe einen Namen. Und die anderen auch für mich. Es ist wieder Free Roam Rush, ja? Na gut. Ich bin das gleich links. Ja, aber der ist im Gegensatz zu dem Jeep Trailcat jetzt hier echt schon eine ziemlich lahme Schnecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt nichts dran gemacht an der Kiste, weil ich ja damit gerechnet habe, dass wir S1 fahren. Ja, man, damit rechnen kannst du... Ja, egal. Fahr einfach. Ich fahr doch. Auf jeden Fall stabiler auf A zu fahren. Da hast du recht. Ein bisschen entspannter, ne? Ja. Wir haben Chancen. Moment, wir sind in verschiedenen Teams. Hä? Ich bin in Rot und du bist in Blau, Kugi? Ich bin auch in Blau. Das ist ja witzig. Wo bist du? Und du bist auch in Blau. Oh ja, ich mach euch fertig. Aber sowas von, ne? Ich zieh euch sowas von ab, das sage ich euch. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ja, punktetechnisch ist es aber anders aus. Ach, Scheiße. Ja, mein Team ist scheiße. Ah, nee, jetzt. Sie hat sich gedreht. Ich wollte gerade durch einen Haufen Reifen durchfahren. Das habe ich auch getan. Man hat bloß nicht gesehen, dass hinter den Reifen eine fest installierte Rampe stand. Klingt so, als wenn es nicht so gut gewesen wäre. Nee, vor allem, wenn du die Rampe von der Seite anfährst und einfach davon gestoppt wirst. Ja, nee, das ist nicht so gut. Aber ich muss sagen, ich bin zwar ein bisschen leistungstechnisch, ist das aber jetzt alles ein bisschen entspannter als in der letzten Folge, aber ich kann halt jetzt hier mit dem Urus halt richtig schön über die Prairie brettern, ne? Und bin immerhin auf Platz Nummer 4. Ja, also. Genau. Der hilft nicht so sehr. Der ist richtig schön stabil. Den habe ich auch schon probiert, der ist nicht schlecht. Ja. Das einzige Problem bei dem ist, der hat relativ viel Masse. Das ist halt das Problem bei dem. Und dadurch ist genau das Ding, was du meinst. Also auch wenn du den richtig schön auf A800 ausreizt, also ans Limit von der A-Bewertung, selbst dann werden die anderen dir wahrscheinlich noch so ein bisschen wegfahren, weil der einfach am Anfang, der ist nicht so gut im Starten. Aber ich glaube, es hilft mir einfach schon ungemein, wenn ich mich nicht an jedem zweiten Hügel überschlage und auf dem Dach liegen bleibe. Ich glaube, das ist schon mal ein taktischer Vorteil. Ja, absolut. Ach fuck, jetzt ein Fluss, ne? Ja, vor allem jetzt bald. Oh shit. Ja, danke schön, dass du es uns sagst. Ich bin einfach so nett, auch wenn ihr meine Feinde seid. Ich werde ja trotzdem gewinnen. Fuck, hätte ich überfahren können. Egal. Oh fuck, Baum.
dieser Wald. Dieser Kackwald, ey, es geht mir auch so. Es geht. Ich habe außerdem das Ziel völlig aus den Augen verloren. Ich sehe tatsächlich nur Wald gerade. Ist okay, damit komme ich persönlich ziemlich gut klar. Ja, okay, komm. Ja, komm, Junge, los, zieh! Boah, ja, stimmt schon. Wenn er versucht, einen Hügel hochzukommen, dann tut er sich recht schwer, der. Ja. Der Konzept Lamborghini hier. Eigentlich auch nur ein Audi ist, oder? Ja, ne? Oh Mann, das läuft gerade gar nicht gut. Ist okay, Niklas. Vor allem, ich habe. Halt den Mund. Ich habe das Ziel aus den Augen verloren. Ich fahre einfach nach Gefühl. Ich habe keine Ahnung, wo das Ziel ist. Nein. Erster. Yes! Alter, war ganz witzig, der macht Spaß. Fuck, hier hat mich noch einer überholt. Ich bin echt auf den 8. zurückgefallen, ne? Ah, das ist einer von euch. Achso, ne, auch einer von uns. Nein. Und du hast das Rennen gewonnen? Was geht denn mit dir ab? Aha. Oh nein, Haus. Ich hab ihn auch weggeschoben. Scheiße, Haus. Oh Mann, nein. Dann bist du weiter geworden, guter Mann. Wie macht ihr das, Jungs? Ich bin einfach gut. Ich bleib einfach überall hängen an Häusern, an Bäumen, an Steinen, an Brücken. Es ist unglaublich. Ja, ich glaube, das sind wir auch. Nicht gar nicht so sehr. Der Wagen ist relativ wendig und schmal, da kommst du gut überall durch und der hüpft nicht so viel. Ja, das ist wirklich das Problem an meiner Kiste. Wenn die steht, musst du die erstmal wieder in Bewegung kriegen, ne? Mhm. Also generell finde ich auch für diese Online-Modi ist ein guter Tipp auch, dass du ein möglichst kleines Fahrzeug nimmst. Also das Problem ist, dass die kleinen Fahrzeuge haben halt einen engen Radstand und das sorgt eben dafür, dass die auf höheren Leistungsstufen, wenn du sie zu weit tunst, schwer kontrollierbar werden. Also gerade im S2er-Bereich machen die dann keinen Spaß mehr. Ja. Aber für A oder vielleicht auch noch S1 würde ich empfehlen, dass du den möglichst kleines Fahrzeug nimmst, weil die halt schmal sind. Damit passt du eher zwischen Bäumen durch, da hast du weniger Trefferfläche, wenn ich einen Gegner rammen will für diese Spaßmodi. Das ist dann nicht verkehrt. Oh, infected. Oh ja, das ist witzig. Zombie-Modus. Mhm. Zur Erklärung? Genau, Zombie-Modus. Also ein Team ist jetzt Zombie und das andere Team sind quasi die Überlebenden. Die Zombies müssen alle Überlebenden infizieren, damit die Überlebenden sich gegenseitig aber wieder heilen können, nachdem sie infiziert worden sind. Klingt lustig. Was sind wir? Zombie. Cool. Ihr seid die Zombies. Ach, du bist ja im anderen Team, ne? Ja? Stimmt. Ja. Jetzt auch wieder schwer machen. Ha! Ich tu mich da gut. Sehr gut, Kobi. Tschüss! Versuch direkt zu mir zu kommen. Sehr schön. Das ist ja unterhaltsam hier. Ich blick jetzt überhaupt nicht so richtig durch, wer jetzt Überlebender ist und der Feind. Ich dachte, der schwarze Baum ist kein Freund. Oh, war das knapp! Alter Schwander, hat der jetzt Glück gehabt, ey! So, aber es stimmt schon, man muss jetzt eigentlich Robli suchen, ne? Wo ist denn der? Ich hätte oben lang fahren sollen, der steht da oben. Parke bei dem Hängen, ich hätte ein relativ entspanntes Leben. Echt typische Attacke von einem, finde ich. Ich werde immer wieder runterfallen. Oh shit. Hier kommen gerade zwei Zombies auf mich zu, das ist gar nicht geil. Und zwar zu Recht. Nein! Ich bin gerade auf einen reingesprungen. Ich bin auf einen raufgeknallt. Ja. Oh, ich bin zu langsam im Wasser. Das ist eine gute Taktik, von dem einen unten im Wasser zu fahren. Ich bin da viel zu langsam. Ja, da ist der Jeep geil, weil der hat so einen hohen Radstand, ja, dass er hier wesentlich mehr Speed aufbauen kann als alle anderen. Das hilft im Wasser drin. Schon wieder derselbe Typ. Also ich habe noch keinen einzigen erwischt, aber es ist auf jeden Fall ein lustiger Modus. Ja, finde ich auch. Ich brauche mal hier kurz hinten. Fuck. Ich habe gedacht, ich fahre bei dem Oldtimer hinterher, das müsste eigentlich locker klappen, aber er ist doch ein bisschen leistungsfähiger, als ich ihn eingeschätzt habe. Die holen sich alle gerade wieder zurück. Was? Das stimmt gar nicht, ich hoffe zu lügen. So, jetzt habe ich meinen ersten erwischt gerade. Nee, mein Freund. Was bleib hier. Hier. Sehr fairer Spieler. Ich fährst da nicht zu dem hin. Ich will aber mal nicht mit dem Spiel. Ich verfolge hier, gefühlte halbe Stunde verfolge ich hier schon den einen. Ich komme zumindest langsam näher, aber. Scheiße, jetzt habe ich ihn verloren. Rate mal, wer kein Zombie mehr ist. Oh nee, oder? Ich habe dich noch nicht mal gesehen, Rubi.
her, das ist Taktik. Ich habe mein extra mit amerikanischer Flagge verziert, damit du mich vor diesen Felsen nicht siehst. Vor den Felsen? Ich werde jetzt mal Ausschau halten. Du Pisser! Du bist unglaublich! Ach, da ist er! Da ist er! Ich würd noch meine Rückendeckung aufpassen. Nee, ich hab mich gerade auf die Unterhaltung konzentriert, das war ein bisschen naiv, ja. Nö! Nein! Robert ist infiziert, die kleinen Wagen da vorne, den müssen wir mal. Ja genau, den versuche ich die ganze Zeit schon zu cachen. Weißt du, was für ein Wagen das ist hier vor uns? Das ist der Wagen aus Harry Potter. Ja, genau. Ford Aguilar. Der, ja, ein Harry Potter, das fliegen wir Das ist der letzte bei uns. Ne? Schön groß in Richtung Berlin. Ich hätte mir den Mini nehmen sollen oder so. Ja, absolut. Oh, da ruckelt einer hier gerade ganz schön durch die Gegend. Das macht mir ein bisschen schwer, ihn zu erwischen. Oh, das geht gar nicht. Sieht gut aus für uns. Der ist ja mal runtergejumpt. Das finde ich gut. Robli ist wieder nicht infiziert. Ich hab ihn. Nein! Ich hab ihn! Nein! Sehr schön. Was ist mein kleiner Wagen? Richtig scheiße. Da ist dein erster in deinem SUV wesentlich besser. Und jetzt? Also wir haben gewonnen. Also wir haben nun, jetzt ist umgekehrt, jetzt Seitenwechsel. Ah. Wir müssen euch infizieren. Das ist ein sehr lustiger Modus. Das macht richtig Laune. Mhm. Ein wieder zwei Mann. Ja, sehr gut. Stimmt. So. Der für die Kamera und der Stuntman. Mein Wagen heißt Woolies Jeep. Ja, Klassiker. Gut, dann kann ich immer sagen, ich packe jetzt meinen Woolie aus. Team der Überlebenden, fahr weg, versteck dich und heile deine Teamkollegen. Los! So, mal schön mal weg an den Kartenrand, ne? Kann man eigentlich durch die Wand da durchfahren, oder? Was passiert dann? Guck mal, wer da ist mit seinem kleinen Wagen. Guck mal, wer da ist mit seinem blauen Audi. Scheiße, ich steck fest! Nein! Nein! Verdammt! Das ist unfair, ich kann mich schwingen. Ich habe ein bisschen die Sorge, wir fahren hier gerade alle ziemlich auf einem Haufen rum. Das wirkt so ein bisschen eigentlich wie die Gnu-Herde, die gleich von Löwen gerissen wird. Ja. Ja, und die Löwen sind auch schon direkt auf dem Hintern von euch. Ach, dahinter ist doch, hinter mir ist doch jemand. Nein, du hast mich echt erwischt. Ja, na klar. Oh, scheiße. Ich falle jetzt hier runter. Du hast eine Kurve gemacht. In der Zeit habe ich natürlich leider Geschwindigkeit. Ich wollte doch hier runterjumpen. Das hat leider nicht mehr gereicht. Hilfe. Ist okay, ich komme damit klar. Hilfe. Jetzt haben die noch... Zwei habt ihr noch, okay. Dürft ihr euch bloß nicht wieder treffen und eine Gruppenparty machen. Habt ihr natürlich gerade. Ich hab's noch einen, okay. Mensch, wer ist denn das da vor mir? Ja, das ist eine gute Frage. Ich versteck mich immer, ich stell mich mal hier hin. Nicht! Ich bräuchte jetzt mal jemanden zum Heilen, aber ich finde leider keinen. Tut mir leid. Geil, wir haben beide gerade den Hügel hinab überschlagen und in dieser Überschlagung, habe ich ihn erwischt. Wie ist das eigentlich, wenn ihr schafft alle zu infizieren, dann... Habt ihr gewonnen, ne? Also das eigentliche Ziel ist, das gesamte Team zu infizieren innerhalb der Zeit. Das sind, glaube ich, 3 Minuten oder so. Okay. Und ihr habt es nicht geschafft, alle zu machen. Jetzt mal die Frage: Wie kann ich mich denn als Infizierter wieder heilen, indem ich auf einen von meinen Leuten drauf fahre, oder? Du musst von, genau, einen eigenen Rahmen, der noch nicht infiziert ist. Das habe ich aber gerade gemacht und das hat nicht funktioniert, glaube ich. Aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Dann war der auch infiziert. Ach, der war orange, ne? Dann orange ist infiziert, ne? Ja. Exakt, du musst den eigenen Rahmen, der noch nicht infiziert ist. Sehr blöd. Ja, gut. Ein ganz knappes Ding, es tut mir echt leid. Also, das tut mir wirklich leid. Das, Sorry. Mit der spielen wir nicht mehr. Wer spricht da? Ich glaube, wir sind uns einig, Robli ist doof. Ja. Ich muss gerade lachen, weil
Beim Trinken jetzt. Oh nee. Das hast du verdient. Kannst du mal aufhören? Tut mir leid. So, soll ich eine neue Lobby suchen oder bleiben wir einfach drin? Wir bleiben einfach drin, oder? Drin bleiben ist eigentlich einfacher. Genau, komm. Ja, es müsste ja irgendwie A wiederkommen. Genau. Das war Orangensaft, Mann. Das ist nicht geil. Aber O-Saft ist irgendwie so widerlich, wenn du... Boah, es tut mir leid, ey. Oh, es ist widerlich, ey. Hast du gerade Orangensaft eingeatmet, oder? Ich habe getrunken und musste dabei lachen. Ich habe auch nicht getrunken. Wegen dem Spruch von Klogi, von Alex. Und der ist mir so ein bisschen Rachen geschossen dabei, fast aus der Nase raus. Da muss ich mich gerade mega beherrschen. Oh. Ah, nee. Was hab ich denn gesagt? Dass du das mit mir nicht mehr spielen wollt. Das fand ich irgendwie witzig. Frag mich nicht warum. Komischer Mensch. Ja. Nein! Na egal. Das tut mir leid, ey. Boah. Ich merke, dass ich dazu musste. So. Ach, gute Idee, Mensch, das habe ich noch gar nicht. So, die Session-Einladung habt ihr aber schon gesehen und bekommen, oder? Ja. Okay. Oh, nee. Ich wollte einen Wagen wechseln, aber weil ich so viel husten muss. Tja. Habe ich es nicht geschafft. Jetzt zeige ich den Jeep nochmal, aber der ist ganz cool. Oh, so, ich glaube, jetzt geht's. Das wäre super. Ach ja. Das große Husten, kannst du den wahrscheinlich nennen oder so. Ja, genau, das ist ein guter Folgenname. Der Robli hustet uns was. Ja. Ich glaube, die Folge wird irgendwas heißen, irgendwie einen Titel haben mit Verräter. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Das finde ich sogar noch besser. Schickes Auto, McRae. Der ist geil, oder? Naja, Kotzbär, verdammt. Der ist ganz witzig, ja. Teamkönig, König im Team. Oh. Ich hab tatsächlich auch. Das ist auch ganz cool. Wir sind tatsächlich wieder in einem Team, das ist doch schön. Ja, das ist schon mal ein Vorteil. Bis er dann nächste Runde wieder im anderen Team ist und uns den Rücken sticht. Ja, genau. Typischer Königsmörder, das passt gut zum Modus. Ja. So, was müssen wir jetzt genau tun? Also einer ist der König und wir müssen einfach die Gegner von ihm abhalten, oder? Du bist ein König, Mutter. Ach, ich bin auch ein König, cool. Es gibt auf eben. Ja, bitte, sag. Es gibt zwei Könige pro Team und die werden nachher, also man dreht die Krone halt und die Gegner müssen versuchen, unsere Könige zu fangen und wir müssen deren Könige fangen. Wenn wir die antippen, dann kriegen wir die Krone. Nach der Zeit wird die Krone wird das Fahrzeug dann langsamer. Genau, also Leute, die eine Krone haben, werden mit der Zeit langsamer. Du musst die irgendwann noch an Teamkameraden abgeben. Okay, ich versuche jetzt einfach mal ganz weit von dem Geschehen wegzufahren, ne? Genau, das ist ein guter Plan. Und wenn quasi einer von euch mich antippt, dann bekommt er die Krone von mir, ja? Exakt. Oder ein Gegner aber auch. Guck, der ist zum Beispiel, der hat eine schwere Krone. Der ist jetzt hier. Wo soll ich denn gucken? Naja, bei den Namen. Achso. Ich hab eine Krone abgestaubt. Die Krone ist. Und man kriegt halt oben rechts so einen Timer. Der geht halt schneller hoch, umso mehr Kronen dein Team hat. Ich hab hier ein Problem. Ich werd gerade ziemlich langsam. Dann, das Problem, wir haben alle Kronen gerade, das wird gleich passieren, dass du immer die verlieren musst. Ja, wir haben also nur einen. Der einzige, der keiner hat, ist Astromen, der müsste. Achso, okay. Aber der kommt wahrscheinlich nicht dabei. Doch, ich seh ihn. Dann gib ihm ab. Ah, ich werd gerade gecasht. Denn ich hab noch eine Krone verloren, jetzt versuch ich zurückzukriegen. Auf der Minimap mal. Bin nämlich auch scheiße langsam. Verdammt langsam. Das Gemeine ist, solange die Krone hat, siehst du die Gegner nicht auf der Minimap. Wenn du die nicht hast, dann siehst du halt alles. Und wie kann ich jetzt nochmal wieder eine Krone kriegen? Das habe ich jetzt noch nicht ganz geblickt. Von einem gegnerischen Fahrzeug, was eben eine Krone hat. Ah. Hin und dem die wegnehmen. Das. Hier, Kotzbär. Nehmt ihr. Oh. Okay, dann nicht. Sorry. Beim nächsten Mal. Ja, alles gut. Das ist am Anfang tatsächlich ein bisschen verwirrend, ne? Oh, ich habe ihm abgenommen. Ist ja nicht schlimm. Also ich bin jetzt gerade auf einen mit einer Krone zugefahren und der ist dann einfach vor mir verschwunden. Der war weg.
Ja, du hast ihn gerammt wahrscheinlich. Nee, ich glaube nicht. Ich war noch 2-3 Meter von ihm weg. Jetzt habe ich eine Krone gestohlen. Ja, jetzt müsst ihr aber aufpassen, weil wir werden gleich alle sehr langsam machen. Das ist aber ein sehr lustiger Modus, muss ich sagen. Also ich finde diese PvP-Modi, die sind echt, ich finde die echt unterhaltsam. Ja, finde ich auch. Ich finde es halt auch cool, wenn du diesen Mischmodus nimmst, weil du hast immer so ein bisschen Abwechslung. Ja. Ich finde es bei den Rennen schade, dass du so oft dieses Pre-Roam Rush hast. Also es ist zwar ganz nett, aber irgendwie immer ein Offroad zu fahren. Gebiete von A nach B, ohne halt auf Straßen bleiben zu müssen. Ich bin verrascht. So, warte mal. Wo bist du denn, Kotzi? Hier. Ah, da hinten. Ist einer bei dir? Nee, ich bin alleine. Okay, ich komm mal zu dir, um wieder abzunehmen, weil du bist jetzt langsam. Ziemlich langsam. Hier, ich bin da. Deswegen. Oder Alex, mach du das, genau. Okay, gute Idee. Dann versuch ich dich mal zu. Okay, super. Gut. Das ist echt, aber das ist echt eine witzige Idee. Ja. Ich find's halt auch cool, dass du langsamer bist und die Teamkameraden abnimmst. Mhm. Das motiviert dich halt auch wirklich eng mit deinen Leuten zusammenzuarbeiten. Ganz genau. Und das Problem ist, du kannst einfach nicht so leicht, ich meine, klassische Strategie ist ja dann, dass du möglichst weit von den Leuten wegfährst, wenn du vorne hast. Aber wenn du das machst, dann bist du halt auch weit von deinem Teamkamerad weg. Ja, das stimmt. Du bist langsamer und bist dann den Gegner aus. Ja. Also das finde ich ja von der Idee wirklich ganz gut, weil dich halt, das zwingt dich dazu. Ist der FK der eine Typ? Was, Stromen oder wer? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ist er das? Nee, NFS. Lahmarsch, ich brauch mal einen von euch. Nicht von hier, ich bin vorbeigesprungen. So, also die Dünen hier stehen aber nicht unter Naturschutz, oder? Das ist. Ich hab das Rack abgegeben, ich hol mir die Krone wieder. Halt euch mal an, wir liegen zwar vorne, aber die Gegner haben gerade für 3 und wir nur einen gekriegt. Was steht unter Naturschutz? Sorry? Die Dünen hier stehen hoffentlich nicht unter Naturschutz. Wäre problematisch, wenn schon, ja. Ich glaube, das Thema wäre einfach durch. Hier muss doch kein Naturschutz mehr verhängen, weil. Die Dünen hier sind auf jeden Fall Geschichte nach der Aktion. Die Natur hat sich erledigt, gibt's nicht mehr. Erfolgreich besiegt. Ja, genau, die Natur erfolgreich besiegt, genau. Was ist denn der King? Okay, wir haben gewonnen. Oh ja, wir haben gewonnen die erste Runde. Oder das Spiel wahrscheinlich sogar schon. Souverän. Ja, gut geklappt. Also ich bin echt positiv überrascht, dass es diese Vielzahl an verschiedenen Modi gibt und dass die auch wirklich alle sehr, sehr unterhaltsam sind. Also ich habe das so bei so einem klassischen Racing-Game in der Form eigentlich noch nie so wirklich gehabt, muss ich echt sagen. Ja, finde ich auch. Also, ich finde es ein bisschen schade, weil du hast nicht so viele Orte, wo diese Modi stattfinden. Ja. Ich glaube, wie viele sind das? 3 oder vielleicht 5 oder so? Also nicht allzu viele und das wirkt dann irgendwann ein bisschen repetitiv dadurch. Weil die haben wahrscheinlich schon sehr gezielt ausgewählt, an welchen das stattfindet, damit die eben nicht eintönig irgendwo auf dem freien Feld sind. Gleichzeitig ist es trotzdem doof, weil du halt sich das häufiger wiederholt. Ist eigentlich auch bitter, wenn du bedenkst, wie groß die Karte ist und wie viel Potenzial da eigentlich drin steckt, ne? Ja, definitiv. Aber es gibt halt nicht so viele Orte wie jetzt diese Dünen hier oder auch dieser Wasserbereich, wo wir vorher waren, die halt so abwechslungsreich sind, wo es so viel auch Möglichkeiten gibt, dass du springst und irgendwo unten durchfährst und sowas. Das bietet halt die Karte schon an vielen Orten, aber halt nicht an so wahnsinnig vielen, damit die halt nicht unnatürlich wirkt und dass du auch so von jeder Art einfach was drin hast. Ja, aber es ist auch ein guter Grund, uns einen kostenpflichtigen DLC zu verkaufen. Das tatsächlich, ja, ohne Witz, da würde ich sogar bereit sein, Geld zu bezahlen. Also Autos interessieren mich gar nicht, aber wenn es mit der neuen Map auch neue Bereiche gibt für solche Spielmodi, dann wäre ich sofort dabei. Also das würde mich tatsächlich reizen. Also Microsoft, wenn du das hörst und Turn 10 Studios, unsere Kreditkarte zuckt, nehmt unser Geld. Wir sind bereitwillige Opfer. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wenn Leute, also ich verstehe es irgendwo, aber halt nicht so richtig, wenn Leute eben hier noch Geld ausgeben, um ein bestimmtes Fahrzeug oder mehrere Fahrzeuge zu haben. Also, weiß nicht, man hat so eine große Auswahl. Also in dem Spiel werden dir wirklich die Autos um die Ohren gehauen, da bin ich absolut bei dir, ja. Ja, absolut. Ja. Also ich meine, es kann sein, dass du jetzt vielleicht irgendwie so das eine oder die zwei Autos hast, wo du sagst, so, boah, die sind so toll, ja. Die liebe ich, seit ich ein Kind bin, die muss ich fahren. Genau. Aber dass man sich dann unbedingt irgendwie, weiß ich nicht, den Zielpass geht, irgendwie, weiß ich, 50 oder 100 neuen Fahrzeugen. Der rammt mich hier weg. Das ist wieder Freeroam Rush, ne? Was bist du denn für einer, ja? Schade? Freeroam Rush? Ja, genau. Ich musste jetzt kurz überlegen, aber es liegt Schnee. Das liegt dann wahrscheinlich einfach an diesem Event. Da liegt wahrscheinlich dann immer Schnee, ne? Ja, genau. Das bei diesen Events wechseln dann teilweise auch die Jahreszeiten so ein bisschen mit durch. Was ich auch gut finde, weil es bringt das nachher.
alle, die hinterherfahren. Nee. Ist ja auch der, der anscheinend die richtige Richtung gewählt hat. Ich weiß auch nicht, also. Ihr seid schon alle relativ weit rechts, finde ich. Ne. Ich finde, dass du ganz schön weit links bist. Ja, aber ich bin erst eben wie die ganzen anderen dummen Schafe, bin ich quasi hinter dem Führenden hinterhergefahren. Bis ich gemerkt habe, der kürzeste Weg war es ja nicht. Oh shit, aber dafür ist auf dem Weg keine Scheune. Und hier ist eine, verdammt! Ach, die Scheune hätte ich Bescheid sagen sollen. Das wäre super gewesen. Ja, vielleicht. Ach, da kommen jetzt auch langsam ein paar Bäume. Und wir nähern uns der Stadt, das wird auch schwierig. Da am besten gucken, ja, dass sie bald auf eine Straße kommt, weil sonst kommt ihr da echt in Bedrängnis. Oh Mann, ey. Den Porsche, Alter, den ramme ich weg. Hab ich am Anfang weggedrängt. Ein bisschen nachtragend. Nein, durch die Mauer kann man nicht durch. Was? Aha, warte, ich halte ihn fest, Robert. Ja, es gibt, ja, ich gebe mir jetzt wie, ich gebe Google. Es gibt teilweise sehr stabile altbritische Mauern in diesem Spiel, ja. Ach, die Mauer, scheiße, ja. Ja, genau die. Aber erstmal über uns lustig machen. Da hätte man jetzt so richtig der König sein können, wenn man die Kackmauer umfahren hätte, ey. Ich hab in die Bombe reingelenkt. Das ist. Aber keine Sorge, der nicht so Speed-König liegt auf dem ersten Platz und rettet uns alle. Aber der spielt das falsche Spiel. Ja, hab ich auch das Gefühl. Macht mir auch Sorgen, ja. Nicht an mir, aber ich glaube auch, er spielt das falsche Spiel. Ja, zumindest wird er seinem Namen als König gerecht. Ich erinnere mich nur gestern an das Spiel, wo wir, als wir ein anderes Spiel gespielt haben und. Warum will er jetzt sich wenden? Ich fahre noch weiter. Als wir ein anderes Spiel gespielt haben und da war jemand unserem Team, der nannte sich Pro Gamer. Ja. Korrigiere XX Pro Gamer XX. Oh ja. Ah, sehr schön. Also, die mit X vor und nach dem Namen sind immer die ganz gefährlichen. Sehr wichtig. Ja. Und der war schlechteste im Team, hat ständig aufs Maul bekommen. Ja. Ja, vielleicht war das einfach mal, du musst ja überlegen, du kannst ja dein Nickname auch nicht so einfach ändern, zumindest nicht kostenlos. Da dachte er sich, er investiert einfach in die Zukunft, wenn er dann ein Pro Gamer ist. Ja. Ja, verstehe. Ja. Aber ich denke, irgendwann muss er doch gemerkt haben, dass er ein Punkt ist, was nicht ist oder auch nicht werden wird. Oh, bin ich jetzt Erster geworden? Ich war doch hinter dem anderen. Vielleicht hat er sich auch einfach so genannt, weil er einfach Pro-Gamer mag. Weil er das einfach eine sympathische Bevölkerungsgruppe findet. Kann auch sein, weiß man nicht. Ja. Okay, keiner von den Blauen vorne, das ist gut. Ich rutsche am Ziel vorbei. Wir haben gewonnen, die ersten drei sind unsere Leute. Ja, ich bin ja froh, dann braucht ihr mich zumindest nicht. Wir brauchen dich immer. Ja. Schon das Level 6, der mich am Anfang weggehauen hat. Es ist immer so deprimierend, wenn man es nicht mal innerhalb des Zeitlimits ins Ziel schafft. Das ist schon ein bisschen traurig, ne? Ja, das stimmt. Das kommt einfach damit, dass du irgendwann ein Fahrzeug hast, mit dem du gut klarkommst, das du magst. Dann hängst du dich auch nicht an so vielen Bäumen auf. Und guter Tipp ist auch, wenn du siehst, dass da jetzt Bäume kommen, und du auf die nicht reinfahren fährst. Nicht einfach stupide durchfahren, sondern gucken, dass du irgendwie, ob du rechts oder links davon einen Bereich siehst, der ein bisschen freier ist und dann das ein bisschen umfährst. Weil meistens gewinnst du dadurch eigentlich nur Zeit, dass du die verlierst. Wirst du eigentlich gemobbt in der Schule, weil du so ein Klugscheißer bist, oder? Also inzwischen nicht mehr, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich bin schon aus der Schulzeit raus. Seit einigen Jahren. Naja, es ist vielleicht Schule XL ist das. Okay, aber ja, im Studium werde ich ständig von den großen höher. Von den Professoren. Genau. Es ist immer doof, wenn man schlauer ist als ein Professor. Das ist immer ja. Naja. Man hat es halt nicht einfach. Ja. Da versucht man dir nützliche Hinweise zu geben, damit du nicht mehr so eine Krücke bist, die immer am letzten Platz landet. Dann kommt so ein Kommentar, ja. Du bist nicht nur ein Klugscheiße, du bist sogar ein Arsch. Das ist ja. Ja, genau. So. Was ist das jetzt für ein Event? Also, ich hab nicht aufgepasst. Das ist normal, das Rennen, glaube ich. Ich hab mich schon gerade gewundert, wenn es Free Roam Dingsterbumster wäre, dann wäre die Karte jetzt ein bisschen seltsam gewesen. Ja, absolut. Mal gucken, wie viele jetzt abkürzen werden. Ich bin der Umschauen. Wie so ein Blinder, der da steht so. Bin ich? Ich habe so das Gefühl, dass mein Halo Warthog jetzt nicht unbedingt die intelligenteste Fahrzeug war. Das ist zumindest für den Modus jetzt nicht. Wer hatte da eine Hochzeitshupe? Das war ich. Fand ich so witzig. Bisschen Stimmung?
Ja, absolut, absolut. Die spiele ich auch nur bei Leuten, wo ich interessiert wäre. Achso. Ich stelle mir so die, ich stell mir so die Xbox-Nachricht vor. Ja, hallo, wir haben heute zusammengespielt in Folsang. Du hast mich angehupt und ich habe mich nicht getraut, zurückzuhupen, aber ich wollte mich mal melden. Willst du mich heiraten? Ich fand das Design von deinem Warthog so wunderschön. Das beschreibt genau meinen Gefühlszustand. Ich glaube, ich habe jetzt unseren eigenen Mann am Checkpoint vorbeigestoßen, aber der war so wirr unterwegs. Sehr gut. Sehr schön. So cool, ich versuche den Rücken frei zu halten, mach du bloß den ersten Platz. Ihr habt da echt erste Weltprobleme da vorne, du. Ich fahre hier eigentlich relativ entspannt. Ja, das sage ich. Die haben halt alle Trucks, das ist... Ja. Mhm. Ich muss sagen, der Jeep fährt sich echt gut dafür, dass er ein Jeep ist. Also ich halte mit dir fast mit, du hier vorne, wo du halt einen Sportwagen fährst. Ja. Aber jetzt muss man mal den Moment genießen und mal sagen, ich bin gerade auf dem fünften Platz. Also man kann beim Warthog doch nicht so schlecht gewesen sein. Sehr gut. Doch, bin stolz auf dich. Der Dritte in unserem Team, das ist schon echt geil. Ach, dann kommt später eine fette Kurve nach rechts. Das ganze Gegnerteam, vier Leute auf dem letzten Platz, das muss so ärgerlich sein, wenn du gerade Dritter und Vierter bist. Ja. Ich finde es aber gerade für uns jetzt recht erfrischend. Ja, ja. Ich möchte mal das hier ab... Sorry. Ja, bitte. Nee, sag ruhig. Ich vermute, dass sie abgekürzt haben. Ja, am Anfang. Weil die so verwirrt waren mit dem Modo. Also, wenn man sich auf konzentriert, ja. Nicht weiß, was Modi stimmt, ist. Stimmt. Ja. Deswegen habe ich auch am Anfang gefragt, weil für mich war das auch nicht so offensichtlich, was da jetzt passiert. Ne? Es stand irgendwo ganz kurz. Also ja, das stand so viel auf dem Bildschirm, ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Ja. Ja, stimmt. Außerdem auf den langen Geraden hat mein Warthog hier echte Probleme mit dem Begrenzer. Der kommt. Der will mehr, aber er kann nicht. Ah, stimmt. Das ist gleich vorbei, ne? Oh. Okay. Sehr schön. Hm. Du auch. Der Matchmaker ist irgendwie hier. Mal wieder. Entweder gewinnt man richtig heftig oder. Ja, das liegt nicht an den Fahrzeugen. Also, ein paar mehr, die keine 800er haben. Aber du siehst zum Beispiel, der Jay auf dem 9. hat 730 und ist besser als deren Jiu-Ju, der 800 hat und jetzt gerade auf dem 10. geflattert ist. Mich hat jetzt ein Gegner tatsächlich auf der Zielgeraden, auf der Ziellinie noch überholt mit einer halben Wagenlänge. Sehr schön. Gar nicht schön. Du ihn oder er dich? Er mich. Ach, er dich? Oh, sorry. Deswegen weniger schön an der Stelle. Ja, okay, bestimmt. Ah, trotzdem, das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Ja. Ich hoffe, dass die Videos dann am Ende auch wirklich in der Qualität sind, dass auch der restliche Planet etwas davon hat. Wenn nicht, fühlt es... Millionen Menschen, die das sehen wollen. Genau, irgendwann in ferner Zukunft. Wahrscheinlich, wenn die Menschheit ausgestorben ist und die Außerirdische die letzten übrig gebliebenen YouTube-Festplatten finden und denken sich, boah, sind die gut unterhalten worden, als sie noch gelebt haben. Konnten die gut Autorennen fahren, ey. Boah. Scheiß die Wand an. Und Wheelspins drehen wie keine zweiten. Die sind wahrscheinlich auch verblüfft davon, dass wir 5 Finger brand haben und nicht nur 2. Das stimmt. Jetzt wäre es 2. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für diese Folge. Klingt gut. Ich brauche mal eine Trinkpause. Meine Kehle ist trocken. Genau, dann gehen wir einmal raus. Ich bedanke mich bei euch beiden. Das hat bei euch Spaß gemacht. Es hat mit euch Spaß gemacht. Und auch wenn ich mich manchmal über Robi ärgere, aber das gehört einfach dazu. No. Alles klar. Ne? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.